Sind die jetzt zufällig vorbeigekommen oder wurden die von der Kreischerin gerufen? Die wurden von der Kreischerin gerufen. So, ich suche immer noch nach einer Bank oder nach einem Waffenladen. Je nachdem, was ich zuerst sehe. Wieso machst du jetzt doch einen Loot-Suchausflug oder wie? Ich dachte, wir wollten. Eigentlich wir wollten nicht. Noch in die andere Stadt da, also seit einer Folge oder sowas. Dann komm doch mal zu mir, wo ich bin. Nee, jetzt ist 18 Uhr. Es macht jetzt nicht so viel Sinn, jetzt einen Loot-Ausflug anzufangen, wenn wir um 22 Uhr schon wieder abbrechen müssen, finde ich. Ach so. Aber eigentlich wollten wir es ja den kompletten Tag 67 gemacht haben. Das ist ja schon zwei Folgen her. Ich bin jetzt überrascht, dass du jetzt anscheinend durch alle Städte fährst und irgendwas suchst. Oder so klingt das jedenfalls für alle mich nicht, irgendwie. Aber ich suche, während ich hier bin, das passende Haus. Sozusagen. Und ich finde keins. Ich finde immer wieder diese Hochhäuser. Ja. Lass uns da noch mal in eins reingehen. Und zwar in den anderen Tower. Und da wäre ich für, dass wir nächste Folge noch mal zu diesem Hochhaus rübergehen und das noch mal looten. Okay. Und zwar aber zu dem anderen Tower. Ne? Nicht in dem, wo wir waren, sondern ich weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube, wir waren im Higashi Tower, wir müssen dann den anderen nehmen. Aha. Da können wir ja auch in die Stadt fahren, die hier gleich nebenan ist. Da müssen wir gar nicht sonderlich weit. Hochhaus ist Hochhaus. Ja, aber da soll sich der Loot ja auch lohnen, weißt du? Ja. Und wer weiß, vielleicht finden wir da ja noch interessante Sachen, die wir noch nicht haben oder sowas. Das kann ja durchaus sein. So, Waffenkrams und sowas. Ja. Der Dishong Tower. Ich weiß nicht, oder waren wir im Dishong Tower? Nee, im Dishong Tower waren wir noch nicht, genau. Wir waren im Higashi Tower. Und das andere wäre der Dishong Tower, genau. So, was können wir denn jetzt machen? Recipes Honey Milk. Ist doch Honig, Honigwein ist das. Das ist doch Met, ist das doch. Ja. Ja, das muss ja nicht sein. So, Recipes, Apple Pie, Spoils Fast, Honigbutter. Ich schon mal drin. Okay. Und Propolis Serum können wir herstellen. Ein Propolis Serum. Soll ich das einfach mal machen? Ja, mach ich auch. Das einfach mal. Einfach, dass wir es haben. Weil man kann mit diesem Rohrpropolis auch nichts anderes machen, außer ein Propolis Serum herzustellen. Okay. Dann kann ich ja mal eins herstellen, dann wissen wir nämlich, was wir dann damit machen können. Ja. Medical Science Set required. Okay, das machst du in der... Da können wir nicht herstellen. Da brauchen wir dasselbe für, was wir brauchen, um First Aid Kits herzustellen. Ach, scheiße. Das Spiel hasst uns. Wir drehen uns im Kreis. Wir brauchen dringend das die First Aid Kits. Mehrzahl. Hast du einen Poncho gebaut? Nö. Nö. Jelly Royale können wir auch noch nicht herstellen, weil wir bräuchten wir 4 Royale Jelly und wir haben erstmal nur 2. Ich packe den ganzen Honiggedöns mal in den Kühlschrank. Ne? Sicher ist sicher, ne? Ach so. Ach, will mein Herzchen? Ja. Ja, das kann sein. Du hast noch eine Frage zu beantworten. Meine Frau wollte doch etwas nicht. Schön drumherum gekurft, ey. Ich komme jetzt nicht drauf, was du meinst. Grey's Anatomy. Was? Grey's Anatomy. Ja, aber ich komme jetzt nicht auf die Frage. Also... Ach, mich schon. Wolltest ihr etwas schicken im Query? Ach, stimmt. Ja, okay. Jetzt habe ich es wieder... ich vergessen. Muss ich nachsuchen. Kann ich jetzt gerade auf gar keinen Fall machen, irgendwie so. Ja, ist okay. Ich würde dich nur nochmal dran erinnern. Ich dotiere ihn erstmal gerade. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, klar. Es ist. Okay, alles klar, ja. Schau mal, die Box kannst du bauen. Welche Box? Ich gebe jetzt hier einfach mal Box ein. Meinst du die Funtoy-Box oder was meinst du mit Box? Baraka. Mehr Wörter, längere Wörter.
Nur Box hilft mir leider nicht. Ich warte mal, bis du was schreibst. Ich habe die Spikes im Haus mal draußen ersetzt. Ah, oh, das ist nett. Wir hatten in der Workbench auch noch welche liegen, ne? Die hast du wahrscheinlich von da genommen, ne? Nein, die habe ich aus der Munitionskiste geholt. Okay, aber in der Workbench, ja gut, da liegen jetzt auch gerade keine mehr. Also irgendwann wird die da gefunden haben. So, das passt, das passt, das passt. Das reicht auch noch. Die Schaufel werden wir nicht brauchen, denke ich mir mal so. Kommt da rein. Für die große Chemiestation. Das wenn du jetzt das Medical Science Set meinst, das können wir nicht bauen, Baraka. Ansonsten sag mir, wo wir fünf First Aid Kits haben. Da reden wir seit 3 Wochen drüber. Eigentlich über nichts anderes, sag ich mal. Über nichts anderes. Da könnte man schon sagen. Das ist nicht übertrieben. Ne? Ja, nee, das passt. Also seit 3 Streams reden wir da ständig drüber. Den ganzen Abend. Ja. Also mindestens einmal pro Stream. Im Mai, hi. Das können wir gerade so mitnehmen. Ja. Ein nur? Oh Gott. Hat sich ja gar nicht genug. So, was machen wir denn jetzt noch? Ach, ich will mal was gucken. Ich hatte ja auf einen Safe gehofft, aber schade. Keiner drin. Potassium. Kupfer ist das. Und wo Kupfer ist, ist auch Salz. Ich weiß nicht, wo du deine gefunden hast. Man könnte natürlich mal... Was? Oh, Trick 17. So rettet man sich. Kleiner Trick. Falls ihr abstürzt ins bodenlose Nichts, so überlebt ihr. Ich musste mal eben die Trickkiste greifen. Ganz tief. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich bin für den Abgrund gesegelt. Ja, aber wie sieht Trick 17 aus? So 1-2 Meter über dem Boden springst du ab. Dann ist es ein Sturz aus 2 Meter. Das musst du gut timen. Ach echt? Okay. Ja. Da passiert gar nichts. Der Bike steht da, du stehst da und beide lachen. Und dann ist gut. Ich suche nochmal Spinnen eben. Und das... Ach, das ist unser Händler. Ja, alles klar. Was habe ich vergessen? Ach so, ja. Nee. Fast. Da. Nein, ich hab's nicht vergessen. Ich dachte nur, er hätte mehr Platz zum Navigieren. Haben wir jetzt ein drittes Bike hier, ne? Ja, habe ich geholt, repariert. Ja, steht vor der Tür. Traum. Beinchen. So. Kommen aus diesen Spinnen ist dann auch irgendwann größere Spinnen raus, wenn ich die kleineren abgeschossen habe, oder ist das random, was das spawnt? Das ist random, was das spawnt. Das ist random. Sehr schön. 3 von 5. Das Gewölk, das drüben an der, auf dem Dach vom Garten, da so ein bisschen von der Decke fehlt? Was? Nee. Ich kann gerade nicht. Nee, das ist nicht gewollt.
Was immer du da siehst, das ist nicht okay. Ich guck gleich mal. Vielleicht fällt mir was Schlaues dazu ein. Ein Tool and Die Set habe ich uns besorgt. Wir hatten nämlich noch keins, habe ich gesehen. Doch klar. Wir haben sogar keins in der Forge. Wir haben sogar eins über. Der liegt in der Kiste. Echt? Warum sind in den Forges keine? Na gut, jetzt ist eins da. Das ist doch dieser rote Kasten, oder? Ja, richtig, genau. Ja. Da habe ich ja mal sogar in der Kiste eins übrig, was bisher noch nicht benutzt worden ist. Okay. Aber trotzdem nett. Ja, dann gucke ich drüben mal. Wenn wir kein Tool and Die Set hätten, könnten wir gar keine Munition, glaube ich, herstellen. Wie bitte? Ich bin runtergefallen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ich baue gerade mal 9 Betonblöcke. Ja, wir brauchen einen Stützpfeiler. Warum sind die denn weggegangen? Ist hier unten was? Ist hier kann das mal jemand klippen so? Bei Astrak? Ich habe überhaupt gar keine Idee, was die... Drüben, das Dach, wo unser Garten drauf ist. Ja. Das ist ein Loch von 3x3 Feldern weg. Oh. Ja. Ich habe 2 Betonstützen gemacht, aber komisch an der Ecke. Wieso an der Ecke? Okay, die Spinnen bringen keinen Cobweb, ne, wenn ich sie nachträglich schnitzel. Nein, die Spinnen nicht. Nein. Gut, dann kann ich ja nach Hause fahren. Nicht wundern, ich nehme das hier gerade mal weg. Mal Sekunde, ich kann ja eben gerne helfen, dann mache ich das wieder dichter. Alter. Jetzt geht's natürlich nicht. Na, also, wenn man seine Finger gar nicht mehr koordinieren kann. Also komm, manchmal... Man kommst du in die Röhre, zerstörst. Ja, das es geht auch anders. Wieso komme ich denn diese verfickte Treppe nicht hoch? Oh, Karotten war durch. Ja. Muss dringend was essen und trinken. Was machst du denn da? Ah, okay, jetzt. Okay, alles klar. Aber warum packst du da erst Woodframes rein? Nur damit keiner reinfällt? Woodframes hat Astrid reingepackt. Ah, okay. Damit keiner mehr runterfällt. Ach so, okay. Die kann man rausnehmen, dann repariert wird. Ja, komisch. Ja. Okay. Merkwürdig. Ja, alles merkwürdig. So, und das kommt in die Kiste rein. Das kommt doch bestimmt hier rein. Ja. Dann haben wir hier nochmal 2 Jucca. Die packe ich mal in den... Achso. Ist frei. In den Kühlschrank. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Das hätte man machen können. Dann was denn? Bestimmt. Ich kam mit der Leiter da nicht zurecht irgendwie, das war ein bisschen nervig. Ist das da, wie machen wir das mit der Flugabwehr? Ach so.
Dann wäre ich jetzt wieder für Solarzellen. Mhm. Solarbank, Solarzellen. 10 Parts, 10 elektrische Komponenten. So, ist repariert, muss bloß noch austrocknen. Wunderbar. Vielleicht sollten wir von unten eine Säule dagegen machen. Hab ich schon. Ah, perfekt, 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 läuft. Mal herstellen. Stahl. So, kann man doch mal überlegen. Minibike. Eine schöne Batterie drin. Das ist doch hübsch. So, welche Belastung hängt jetzt am Generator? 75. Der speist den Kühlschrank. Ups, bisschen hoch, ne? Der speist das. Hast du noch ein bisschen Farbe, die du mir abgeben kannst? Farbe? Ja, wieso? Farbe? Ich brauche Markierung für die Stromzufuhr, damit ich die Kabel zuordnen kann. Einfach nur ein bisschen, 50 oder so. Ja, was machst du denn da für Markierungen? Hier liegen auf dem Boden hier. Was machst du denn da für Markierungen? Zeig ich dir. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Der Strom kriegt bei mir Farbzuordnung. Ja, und wie machst du das? Moment. Blau. Blau. Ah, okay, alles klar. Dann weißt du, welcher Schalter zu welcher Stromzufuhr geht. Und oben mache ich das genauso, damit du weißt, welcher was bedient. Aha. Ja, daneben. Ja, bis dahin.
So, ich habe hier leider die Kiste so ein bisschen übergetüncht von uns. Das ändere ich jetzt nochmal eben ab. Ah, nee, jetzt. Aber ich habe doch. Ach, warte mal. Ah, Paintbrush. Falscher Modus, glaube ich. Wieso krache ich hier durch? Guck mal. Wir haben ein Problem. Ein Statikproblem. Es tut mir leid. Wir haben kein Statikproblem. Wir haben Mitspielerproblem höchstens, aber ist okay, nicht böse sein. Hast du da eine Falltür eingebaut? Alter, wo steckst du? Nicht schlagen. Pinsel dich voll, Alter. Ich pinsel dich voll. Mir, du kriegst. Ich wisch dir übers Gesicht. So. Nur Dummheiten im Kopf. Ist unglaublich. Ach komm, ja, in der Zombie-Apokalypse, weißt du, kämpfe ums Überleben und er macht hier so einen Muckefuck. Warte, ich mach's wieder zu. Ja, das wäre nett. So. Dann bist du hoch. Du brauchst da keine Säule drunter stellen. Ach, jetzt machst du trotzdem eine Säule. Das wird dich nie, wird dir nicht helfen. Der hat eine Falltür da gemacht. Ja, so. So, das heißt, gelb dient das hier, die Drehbank. Ah, mir ist schon wieder warm. Oh, werte den jetzt mal auf. Mal gucken, ob er die Farbe behält. Werte mal einen von denen auf. Behalten die Farbe dann oder die Text? Nee. Okay, alles klar. Oh, und dann der nächste. Abends. Nur Dummheiten im Kopf. Also unglaublich rot. Ja, ah, komm, ein bisschen Spaß muss mal sein. Ja, ja. Ich habe gedacht, oh Gott, ja, irgendwie haben wir unser Haus. Und ich habe es immer verpasst. Ich war nie da, als das passiert ist. Ach so, deswegen hast du auch so gelacht. Ich warte dann den ganzen Abend schon drauf. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich da. Du musst dir mal. Ich glaube, dass. Ich glaube. Und ich habe es sogar in der Cam gehabt. Also in der Aufnahme drin gehabt. Sehr schön. Nein, er kriegt nicht ins Bein geschossen. Nein. Er macht was anderes. Nee, ich bin ja nicht Schnitzel. Der aus Versehen mit seinem Pfeil mir in den Rücken schießt. Ja, ja. Da habe ich auch schon gehört. Dass ich aus Versehen mit meinem Gewehr ihn in den. Ja, also. Ging dann final aus. Hm? Kann man eigentlich auch Farbe herstellen? Bestimmt, ne? Ja, kannst du. Paint. Ach, mit Blumen. Ah. Ja. Ja. Mal ganz ehrlich, bei dem Vater wundert es dich, dass du einen verzogenen Sohn hast? Mich wundert nichts mehr. Nepomuk. Das ist ein schönes Wortspiel. Nepomuk. Danke für den Follow. Ach so, weil es nicht angeschlossen ist. Okay. So, also danke für die Munition, Asra. Lagen, die du hergestellt hast, ist schon mal gut. Wir haben jetzt 880 Schuss. Ich glaube, das passt ja erstmal. Hatten wir irgendwas mit 8000 Gunpowder vorher? Nee, ne? 8000 hatten wir nicht, ne? Scheiße, ey. 1,5 hatten wir. Ja, jetzt haben wir noch 2800. Das ist ja auch nicht wenig. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Wie spät ist es denn? 23 Uhr. Gute Nacht, Kittolinchen. Schade, dass du schon weg musst. So, ich bin dann weg. Chaos und Zerstörung verbreiten sich nicht von alleine. Sehr schon. Und der Schungut im Keller muss auch noch gefüttert werden. Genau. Wo wild ist, herrscht das Chaos. Leider kann er nicht überall sein. Ja. Ah, ich gebe mir Mühe. Crafting Component für a Small Grid Generator. Ah, okay. So, also, ich guck mal eben nach Munition. So. Der ist an. Und der soll jetzt was versorgen. Ich gehe mal kurz nach nebenan. Ich will mal gucken, wie viel Munition wir da noch haben.
Und dementsprechend kann man sich dann ja entscheiden, ob man nochmal was herstellt oder ob das reicht. Ja. Geh mal mit, Asak. Ich habe das Gefühl, er baut da die nächste Falle für dich. Nee, das mal nicht da, wo wir in der Horde. Das ist ja, du glaubst gar nicht, ich wäre schon zweimal, eine habe ich ja, glaube ich, selbst getriggert, ne? Ja. So. Nee. Also mit Horde verstehe ich da keinen Spaß. 50. Das wäre ja blöd. 60. 70 Watt. Watt? Watt hast du gesagt? Ja. Watt? Das waren 2 Watt. 70. Watt? Das waren 3 Watt. Nur, dass man sich mal 70 Watt ungefähr vorstellen kann. Du weißt doch, was die Mehrzahl von Watt ist? Wieso denn 75? Nee. Na, Watte. Ah. Ja. Zeit. Ah, 5, da kommen die 75. So, wie viel Output krieg ich denn? Müsste ich tagsüber gucken. Benutzt du eigentlich einen Advanced Crossbow? Ja. Welche Farbe hat denn deiner? Das ist eine gelbe mit 231er Level. Möchtest du einen blauen haben mit mehr? Ja, gerne. Habe ich gerade gefunden. Das ist kein Scherz. So, 330 Schuss haben wir noch von der 50er Munition, Asrak. Ich glaube, auch da brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt noch was, ne? Oder? Vielleicht? Hä? Was? Nochmal wie? 330 Schuss von der 50er Kaliber haben wir auch noch drüben. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch erstmal nicht so ungefähr. Top. Herrscht kein Notstand, sag ich mal so, ne? Ja, alles gut. So, ich werde jetzt umbauen. Und wir werden den Generator abschalten und komplett auf Solar umschalten. Oh, echt? Ist es soweit? Ja, es ist soweit. Okay. Kann ich mich hinstellen? Möchtest du das nächste Folge machen? Kann ich nächste Folge machen, genau. So, also dann? Kann man hier mal was über den Fußboden sagen? Ist der jetzt besser oder ist der nicht so doll oder ist egal? Ich gucke erstmal von unten, ob es eine Falle ist. Ich habe den noch lackiert die ganze Zeit über eben. Der könnte ja auch von unten lackieren. Keine Ahnung, ich laufe mal verdachtsweise überall rüber. Sieht gut aus. Mir ging es eigentlich mehr um die Optik. Ich sag da mal tschüss. Ja, jetzt sag mal, wie sieht denn das? Sieht das? Was wird denn das hier? Nicht aufwert. Gut, wenn es aufwert ist, muss ich gleich überlackieren. Ich mach doch gar nichts. Ich hab die Zange, ich hab die Stromzange in der Hand. Ich werte nichts auf. Also ich nicht. Dann ist das Laden ja von unten aufwertet, kann das sein? Ja, Schweinkram. Kannst mal sehen. Was war das für eine Lache? Genau. Okay, also mit diesen Worten verabschieden wir uns. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.